Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Raft. Ich habe vor, heute irgendwie dahin zu kommen, zu dem Blauen. Die Frage ist nur, wie machen wir das? Wir müssten irgendwie unsere Motoren, die unten sind, dafür hinkriegen, dass sie laufen. So, wir haben hier wieder ein bisschen was. Nice. Der läuft. Aber Planke platzieren. Okay, kann ich hier auch noch? Benötigt Planke. Kann ich da nicht irgendwie... Wir haben doch Biotreibstoff irgendwo gehabt, oder? Hier, Biokraftstoff. Können wir das dafür benutzen? So, welcher war jetzt der volle? Biokraftstoff platzieren. Jau, wie voll der ist. Motor einschalten. Und hier auch nochmal Motor einschalten. So. Da müssen wir jetzt einmal ordentlich drehen. Boah, wenn das jetzt wirklich funktioniert und bis wir dort sind, wo wir hinwollen, das wäre so mega. Wie weit müssen wir noch drehen? Noch ein bisschen weiter rechts, also hinter die Insel da hinten. Wir müssen quasi in Richtung der Insel. Alter. Und es läuft einfach. Boah, ich hoffe, das wird klappen. Und dann müssen wir schauen, wie wir Biokraftstoff produzieren. Alter, und es funktioniert einfach. Hier wird es aber gefährlich schon. Wir brauchen wieder mehr Planken. So. Planke platzieren. Nein, hier geht es nicht hoch. So, da hinten haben wir eine Kiste. Ich hoffe, da sind genug Planken drinne. Oder irgendwie die Möglichkeit, Biotreibstoff herzustellen. Jo, aber es ist auch deutlich schneller. Seht ihr das? Wie schnell das ist? Alter Schwede. Ich bin gerade echt gehypt. Ich feiere das gerade richtig. So, jetzt brauchen wir noch mehr Planken. Bitte sei ein paar Planken da. Keine Planken. Habe ich hier irgendwas noch anderes, was ich dafür nutzen kann? Das packen wir mal hier hin. Und dann hier Palmblätter und Kunststoff. So, jetzt müssten wir so beidrehen. Wie machen wir Biotreibstoff? Das muss ich hier jetzt mal rausfinden. Bienenstock, Hängematte, Rucksack. Wie sah das nochmal aus hier? Honig, nein. Kann ich keinen Biotreibstoff lernen? Habe ich da noch? Wie viel habe ich da noch? Der hier ist noch fast voll. Der hier ist schon aus. Der hier ist leer. Aber der wird, glaube ich, für Anfang erstmal reichen. So. Aber wir kommen dem immer näher. So hoffe ich zumindest, dass es reichen wird. So und so.
Jetzt müssen wir noch mal ein bisschen Dachen drehen. Sind wir auch schon in... Nein, wir müssen wieder ein bisschen nach links. Ein bisschen mehr wieder diese Richtung. Was sagt er jetzt? Perfekt. 1,5 Kilometer noch. Schauen wir mal, wie es hier jetzt noch mit dem aussieht. Ah, der ist halb leer schon. Wir hätten vielleicht die ganzen Planken da reinballern sollen. Ich glaube, ich fülle den hier auch mit Planke die ganze Zeit. Motor schalten wir hier wieder aus. Dann fahren wir hauptsächlich erstmal mit dem da. Mit dem einen. So. Komm. Okay, den kriegen wir nicht. Aber wir kriegen immer noch zumindest ein bisschen Müll. Ja, Palmblätter. Schön. So. So, den haben wir jetzt endlich mal verbraucht. Endlich. So, wie viel hat er noch? Haben wir hier noch wieder Planken? Palmblätter, eine Planke. Das war's. Können wir die nochmal hier reinballern? Aber es kann es sein, dass ein Müll weniger geworden ist? Oh, so viele Planken. Nein! Jetzt bin ich auch noch runtergefallen. Autsch. Danke, Boris. Nein! Komm, schnell! Oh. Das haben wir noch geschafft, immerhin. So, wie weit noch? 1300. Boah, wir werden es heute definitiv dann wahrscheinlich noch zur nächsten Missionsinsel schaffen. Storyinsel. Ich gehe von aus, aber wir müssen auch jetzt erstmal wieder was trinken. Und essen. Beziehungsweise wir können das hier... Wie viele Kokosnüsse wir wieder haben. Komm, wir können die alle eigentlich verbrauchen, weil wir hier... auch mehr als genug Kokosnüsse haben. Hier 20, da 20, 15 Mangos haben wir wieder. Können wir das auch nochmal hier reinpacken. Wir schnabulieren das alles mal wieder. Guck mal, das ist alles voll. Hier, gelbe, die Beeren haben wir auch voll. Wir missbrauchen jetzt die Kokosnüsse nur für unseren Hunger. Für unseren Hunger. Alter, 18 Kokosnüsse einfach mal gefressen. Dass der nicht kotzen muss. So. 1200. Boah, ich freue mich schon. Wie viele Dings haben wir jetzt unten? Planken? Ich hoffe, wir haben da wieder einiges an Planken. Eine. So, und hier... mussten nichts mehr rein. Aber wir können die beiden doch nochmal austauschen. Weil wir dann die Kunststoffdinger und Palmblätter da reinpacken können. Jo, die Fässer nehmen wir mit. Schnell nach oben. So, ich hoffe, ich krieg beide. Nein. Jetzt gehen wir noch mal runter, weil wir unseren Motor voll haben wollen. Wir bauen jetzt erstmal nicht weiter, sondern wir füllen einfach nur unseren Motor.
Oh. Seile sind ja auch schon leer. Rad können wir auch noch hier reinpacken. Scharniere. Warum haben wir wieder so viele Scharniere? Dann machen wir vielleicht wieder so eine Lagerkiste, wofür wir Seil und Planken brauchen, die wir momentan nicht haben. So, wie weit noch? Boah, ich bin jetzt so ungeduldig gerade, weil das mit dem Motor funktioniert. Tut mir leid für meine Ungeduld, aber ist gerade so. Okay, den kriegen wir nicht. Stelle ich mich ein bisschen zu doof an. Den auch nicht. So, egal. Dann gehen wir mal runter. Ich hoffe, hier haben wir wieder ein paar Planken. Und machen den hier ordentlich voll. Genauso wie den. Den können wir auch voll machen. Wir haben hier ja noch irgendwas anderes, oder? Nein. Wir haben wieder einen Bolzen. Wo haben wir den Bolzen her? Oder habe ich den aus der Insel da vergessen? Ist er noch aus der Insel und wir haben vergessen, den einzulagern. Warum die Wassermelone fressen wir auch einfach? Wegen der Hungeranzeige. So, was sagt er? Wie weit noch? Unter 900 Meter noch. Boah, super. Ich feiere das gerade wirklich. Dass die Motoren funktionieren. So, noch eine Planke rein. Zumindest einer von denen funktioniert. Können eigentlich unsere Plastikflasche hier wieder voll machen? Können wir nicht, weil wir kein Wasser drin haben. Hier können, okay, können wir nicht. Müssen wir von hier voll machen. So, und dann hier. Und was sagt er jetzt wieder? 700 Metern, aber noch ein kleines bisschen nach links. So. Kleines bisschen mehr so. Und dann geht's auf die Zielgeraden. So, Planke, Plastik, Plastik. Boah, ich liebe das gerade mit dem Motor. So, Plastik auch noch da rein wieder. Okay, ich dachte von mir, schmiert hier irgendwas ab. Aber nee, Raft hatte gerade irgendwie einen fetten Ruckler. Ich glaube, ich mache hier mal kurz ein Safe Game. Für den Fall sollte es mir abschmieren. Ah, da kommt schon was. Ist das vielleicht schon die Insel? Ja, das könnte schon die Insel sein. Ah, wie geil, eine neue Insel. Oder irgendwas Ähnliches auf jeden Fall. Wohl sieht schon eher nach einer Insel aus. Und das Fass haben wir da vergessen. Aber wir haben es geschafft, zu der Insel zu kommen mit dem Motor. Tag 72. Motor ist immer noch fast voll. Aber ist nur noch drauf warten, bis wir da sind. Yo, das ist eine Insel, auf jeden Fall. Nicht runterfallen. So, das Fass holen wir uns. Gibt es auch wieder Planken, nice. Okay, jetzt ist die Frage, wo gehen wir
an Land, von wo aus. Das scheint eine etwas größere Insel zu sein, wie es aussieht. Ja, definitiv eine etwas größere. Okay, da bin ich jetzt gespannt. Ich glaube, das wäre so eine Insel, da wo wir schon ein paar Tage länger, ein paar Folgen länger dran verbringen werden. Jo, das Fass haben wir. Da oben ist sogar noch ein Turm, nice. Und da unten ist noch ein Boris, nice. Okay, wo legen wir an? Von der Seite sieht es so aus, als könnte man nicht anlegen, wo wir gerade sind. So. Schauen wir mal. Ich glaube, es wäre sinnvoller, wenn wir da irgendwie links rum irgendwo was suchen. Hä? Die Wellen gefallen mir gerade gar nicht. Vielleicht mache ich den Motor auch noch einmal voll. Brauche ich nicht. Den Motor brauche ich nicht voll machen. So. Wir müssen aber immer noch ein bisschen weiter nach links. Jetzt wieder gerade. Gibt auf jeden Fall sehr viele Bäume, die wir hier noch nicht entdeckt hatten. Also vorher waren das immer Palmblätter. Ich hoffe, die können wir alle fällen. Ich hoffe, das gibt jede Menge Planken. Boah, das wäre so nice, wenn wir jetzt hier ordentlich was an Planken bekommen würden. Aber ich habe so ein Gefühl, von der Seite kommen wir auch nicht ran. Auf die Insel. Muss ich vielleicht da rein? Warte mal. Ich will was riskieren. Wir machen Motor erstmal aus. Und werfen den Anker. So, erstmal auf alles einlagern, was wir hier haben. So. Plastik können wir gleich wegschmeißen. Das Seil lassen wir hier. Die Planken lassen wir mal hier. Essen nehmen wir mit. Ah, die Scharniere, das macht mir Angst. Oder? Ja, Essen nehmen wir mit. Aber hier schmeißen wir mal das und das noch mit da rein. Ah, warte. Ich merke was. Wir brauchen wieder einen Bogen. Und dafür brauchen wir das viermal für den Bogen, oder? Und nochmal eine Planke. Und noch ein Seil. Sehe ich gerade auch noch. Okay. Folgende Aufgabe, bevor wir da reingehen auf die Insel. Palmblatt. Ne, zwei Palmblätter. Und eine Planke holen. Da haben wir eine Planke. Oder warte, haben wir unten schon dann alles geholt, was wir haben? Was wir eventuell eingesammelt haben? Nein, haben wir noch nicht. Sauber. Aber wir haben keine Palmblätter. So. Das packen wir schon mal hier hin. Dann haben wir zumindest 8. Plastik können wir wieder wegschmeißen. Erstmal hier hin. Und. Oh, ist voll. Ja, dann weg damit. Ah, und das ist schon soweit. Nice.
So, jetzt brauchen wir zwei Palmblätter. Sind irgendwo im Umkreis hier welche? Ich sehe da einen. Dann schnappen wir uns den mal eben. Bevor Boris hier ankommt. Mal schauen, vielleicht ist hier noch irgendwo einer. Ah, da hinten ist Boris. Ich glaube, wir müssen wirklich dahin. Nur ein Palmblatt wird nicht reichen. Wir brauchen noch einen. Aber wenigstens ist der hier schon fertig. So, irgendwo muss doch noch einer sein, oder? Ja! Toll, geil. Aua, Boris. Oh, wir müssen auch wieder essen. Ja, dann essen wir mal eben ganz schnell. Warte. Wir machen... So, einfach einen Bogen haben wir jetzt. Nehmen wir... ich würde sagen, Angel packen wir erstmal hier hin. Den packen wir auch erstmal hier hin. Den werden wir auch nicht brauchen, vermutlich. So. Die haben wir im Inventar. Wir müssen erstmal auch noch was essen und trinken. So, dann machen wir eben unseren Magen voll. Ich glaube, wir müssen gleich nochmal ein Steak verbrutzeln. Ja, wir haben so viel davon, wir können damit unseren Magen vollschlagen. Achso, übrigens, das Wasser müsste auch schon fertig sein hier. Für den Fall, für unterwegs. So, was habe ich noch im Inventar? Nichts mehr Wertvolles. Wir brauchen aber vielleicht noch ein paar Pfeile. So. Ah, okay. Dann müssen wir erstmal damit zurechtkommen, was wir haben. Ich würde sagen, dann machen wir hier auch nochmal ein Safe Game für den Fall. Obwohl, wir würden eh wahrscheinlich verkacken, wenn wir also vom Schiff weg sind und alles despawnen sollte oder sowas. Wie bei Gronkh und Tobi in Folge 0. Aber ich vermute, das ist der Eingang zur Insel. So. Und sind wir drinnen? Sieht ein bisschen danach aus, ja. So. Die Frage ist, gibt es hier auch Heribert Gulliver oder sowas in der Richtung? Können wir das hier fällen? Schade. Schade. Warning. Balboa Nature Reserve Communication Relay Station ahead. Beyond this point, no loitering, no littering, no cameras with flash, no smoking or drinking, no unauthorized vehicles. Violators will be prosecuted to the full extent of the law. Was sind das? Wildbeeren? Einmal Wildbeeren. Oh! Neue Pflanzen! Boah, wie nice. Wie nice ist das denn gerade, wirklich? Watch out for bears. Hier gibt's Bären. Wir sind schon auf der Bäreninsel. Okay. Ich hoffe, gegen die kommen wir klar. Oder sind schnell genug, vor denen wegzurennen. Sollten wir nicht stark genug gegen die sein. Also ich hoffe mir aber wirklich, dass ich hier auch Bäume finde, die ich fällen kann.
Wir gehen erstmal hier rum. Boah, ich finde das schon nice hier, wirklich. Ist mal was anderes. Relay Station, Ranger Station. Ach, die sind sogar nummeriert. Dann gehen wir mal erst zur Ranger Station, würde ich sagen. Oh, jetzt bin ich aber wirklich gespannt, was es hier alles gibt. Und wir haben schon den ersten Bären. Bitte nicht. Aua. Autsch. Alter. Geh weg. Geh weg. Komm. Geh weg. Alter, wie viel frisst er? Autsch. Yo. Nein. Komm weg. Geh weg. Yo, den haben wir. Einfallen müssen wir auch erstmal alle wieder. Oder warte, wenn wir so. Boah, wie viel rohes Fleisch und Leder wir jetzt haben. Und die ganzen Steinfalle wieder. Boah. Okay, mit diesem Sieg. Oh, da warte, wir gehen erstmal hier hin. Was haben wir denn da? Können wir das mitnehmen? Henry Staff, keep out. Okay, Henry. Ich würde sagen, hier verabschiede ich mich mal für diese Folge von euch. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich weiß, es ist gerade übelst spannend, hier jetzt das zu erleben. Aber ihr müsst genau wie ich auf die nächste Folge warten. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!